Liebe Kursleiterinnen und Kursleiter, heute zeige ich euch, wie ihr euch auf der VHS Cloud registrieren könnt. Das heißt, wie ihr euch dort ein Profil als Kursleiterin oder Kursleiter anlegen könnt. Gebt dazu bei Google oder in eure Browserzeile VHS Cloud ein. Nun könnt ihr die Seite aufrufen. Ihr landet zuerst im Infobereich. Bei Für Kursleitungen könnt ihr euch informieren, was ihr eigentlich alles mit der VHS Cloud machen könnt. Ihr könnt euch zum Beispiel anschauen, welche digitalen Werkzeuge es in der VHS Cloud gibt und was ihr damit machen könnt. Um euch nun zu registrieren, geht ihr bei Für Kursleitungen auf Mitglied werden. Ganz unten findet ihr den Link zur Registrierung. Es öffnet sich nun ein Feld, in dem ihr verschiedene Angaben machen müsst. Ihr müsst zum Beispiel eine freischaltende VHS eingeben. In unserem Fall also die VHS Leipzig. Wir überprüfen dann, ob ihr bei uns wirklich Kursleiter seid und können euch dann freischalten. Dann müsst ihr uns noch eine Nachricht schreiben und verschiedene Angaben zu eurer Person machen. Zum Beispiel auch eure E-Mail-Adresse angeben, an die ihr dann das temporäre Passwort zugeschickt bekommt. Ihr könnt zum Beispiel auch noch eure Heimat-VHS angeben, zum Beispiel die VHS Leipzig und weitere VHSen, an denen ihr vielleicht noch Kursleiter seid. Die freiwilligen Angaben sind, wie der Name schon sagt, freiwillig. Überlegt also wirklich, ob ihr das ausfüllen wollt oder ob das datenschutzrechtlich vielleicht zu sensibel ist. Zum Schluss müsst ihr noch den Nutzungsbedingungen zustimmen und die Datenschutzerklärungen bestätigen. Dann könnt ihr euch anmelden. In den nächsten Tagen hört ihr dann von uns und bekommt eine Bestätigungs-E-Mail zugeschickt, in der ihr ein temporäres Passwort findet. Danach könnt ihr euch ganz normal auf der VHS Cloud einloggen.